Die bildgebenden Verfahren spielen eine sehr große Rolle bei der Diagnostik. Von daher ist eine hohe Qualität gefordert und aus diesem Grunde haben wir uns für ein Morita-Gerät entschieden. Ich hatte eine Doktorarbeit gelesen. Der Doktorand hatte verschiedene DVT-Geräte verschiedener Hersteller untersucht und festgestellt, dass das Morita-Gerät die beste Bildqualität geliefert hat. Also das kann ich bestätigen. Die Bildqualität lässt keine Wünsche offen. Ja, es hat sich inzwischen herumgesprochen und es sind doch einige Kollegen, die ihre Patienten zu uns schicken, um nochmal eine Aufnahme zu machen, um die Diagnose zu bestätigen. Also das Morita-Gerät lässt sich sehr gut bedienen. Es ist ein Display, was sehr übersichtlich aufgebaut ist und so mit einem Touchscreen im Prinzip alle möglichen Funktionen sofort eingestellt werden können. Was ein sehr großer Vorteil ist, finde ich total klasse, dass man das Strahlenfeld extrem eingrenzen kann, sodass wirklich nur der diagnostisch wichtige Bereich dargestellt wird und alles andere wird nicht bestrahlt und ausgespart. Diese DVT-Aufnahmen sind ja dreidimensionale Aufnahmen und das ist natürlich auch gerade besonders auch bei endodontischen Fragestellungen ein unschätzbarer Vorteil. Der verstellbare C-Bogen bei dem Morita-Gerät ist, finde ich, ein sehr großer Vorteil, weil bestimmte Wirbelsäulenverkrümmungen sehr gut ausgeglichen werden können. Die Face-to-Face-Positionierung beruhigt den Patienten sehr, weil er den Mitarbeiter, der die Einstellung vornimmt, direkt sehen kann. Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät und würde es auf jeden Fall weiterempfehlen.